Darf ich hier rauchen? Die Empfangsdame schaut Mary mit verengten Augen an. Nein, sagt sie. Nein, Sie dürfen nirgendwo im Standort 200 rauchen. Nur weil das hier ein Verwaltungsgebäude ist, heißt das nicht, dass wir keine Lungen haben. Oder Arbeitsrecht. Mary bemerkt die Verärgerung im Gesicht der jungen Frau. Das habe ich Sie schon mal gefragt, oder? Zweimal in der letzten Viertelstunde, antwortet die Empfangsdame. Sie brauchen wohl wirklich eine Zigarette. Sie ist wirklich verwirrt über die wiederholte Frage und sie ist nicht besonders gut darin, ihre Verwirrung zu verbergen. Sie denken vermutlich, das ist wie ein Memento, oder? Merkt Marion witzelnd an. Sie denken sicher, dass ich kein Langzeitgedächtnis besitze und wenn ich zu lange an einem Ort bleibe, vergesse ich, warum ich dort bin. Die Rezeptionistin ist gerade alt genug, um sich an diesen Film erinnern zu können. Vermutlich. Marion lächelt freundlich und schüttelt den Kopf. So einfach ist die Sache nicht. Die Minuten vergehen. Sie spielt besessen mit ihrem Feuerzeug. Sie wird dieses Jahr 50 Jahre alt und ergraut langsam, sodass man sie bald nicht mehr als zierlich, sondern eher als kleine alte Dame bezeichnen wird. Ihre Finger zittern leicht, aber das liegt nicht an ihrem Alter. Das sind nur die Nerven. Sie ist nervös, weil sie hier ist, um einen O5 zu treffen. Und O5 sind beängstigend. O5s wollen dich nie wegen einer kleinen Sache sehen. Es muss sich mindestens um das Ende der Welt handeln. Schließlich, 40 Minuten zu spät, öffnet sich die Tür zum Büro. 4 oder 5 hochrangige Foundationers kommen mit Laptops oder Aktentaschen heraus. Als Gruppe gehen sie direkt an der Rezeption vorbei und hinaus zu auf sie wartende Autos zu. Marion erkennt einige der Gesichter. Den Direktor von Standard 19, den Chefrekrutierer für Westeuropa. Keiner von ihnen blickt in ihre Richtung. Sobald sie weg sind, streckt der Assistent von O58 seinen Kopf aus der Tür. Er ist 20-isch, unüblich jugendlich, wie ein Teenager, der in eines der Geschäftshemden seines Vaters gestopft wurde. Sein Haarschnitt entspricht gerade so den Vorschriften. In einer Hand hält er einen Tablet-Computer mit dem Tagesplaner seines Chefs. Dieser ist dermaßen vollgepackt, dass dieser Mann offensichtlicherweise niemals schläft. Marion, Sie können jetzt reinkommen. Die Bürotür schließt sich hinter ihnen mit einem ungewöhnlich schweren mechanischen Klicken, als ob das ganze Teil einer in die Bürowände eingebauten Maschinerie ist. Während Marion Platz auf dem ihr angebotenen Stuhl nimmt und ihre Tasche abstellt, dreht sich der Assistent um und macht einige verwunderliche zusätzliche Dinge mit der Tür, wodurch diese mehrere weitere seltsame Geräusche macht. O5s haben nicht triviale Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen. Das Büro ist geräumig, aber irgendwie scheint es trotz zweier großer Fensterecken und breiten Tageslicht draußen dunkel zu sein. Die Wände sind voller Bücherregale und dunklen Holzverkleidungen. Zwar sehr stilvoll, aber mit einem Stil aus den 90er Jahren. Ein wenig abgenutzt und noch nicht alt genug, um wieder modisch zu sein. Was den Mann hinter dem Schreibtisch betrifft, so sieht ein O5 nie so aus, wie man sich vorstellt. Marion holt tief Luft. Also, was ist los? Alles, was mir geschickt wurde, war die Einladung zum Meeting. Keine Agenda oder Themen. Ich meine, ein O5 sagt spring und du springst, aber... Als sie nach rechts blickt, bemerkt sie, dass der Assistent, ohne etwas zu sagen oder übermäßigen Lärm zu machen, sein Tablet auf einen Tisch gelegt, eine Waffe gezogen und auf ihren Kopf gerichtet hat. Marion hält inne. Sie sitzt für eine Weile ruhig auf ihrem Stuhl, verarbeitet den Stimmungswechsel und lässt ihre Herzschlagfrequenz wieder absinken, nachdem diese auf das Level eines Kolibris gesprungen war. Okay, sagt sie vorsichtig. Sie fährt mit der Zunge über ihre Lippen und greift nach den Armlehnen, bleibt aber ansonsten vollkommen regungslos und wartet auf eine Aufforderung. Das Gesicht des Assistenten ist jetzt völlig ausdruckslos, ganz so, als wäre das hier so, wie ein normales Meeting abläuft. Vielleicht ist es das auch für die Leute hier. Wer sind Sie? Fragt O58. Marion blinzelt. Was? Oh Gott. Lassen Sie mich das anders formulieren, sagt O58. Marion Wheeler, 49. Liebevoller Mann und zwei Jungen im Schlepptau. Mag Camping, Wandern und Ornithologie. Langweilige Mutter mit perfektem, wasserdichtem Hintergrund und Finanzen. Soweit wir Unterlagen aus der Vergangenheit haben. Und sie besitzen ein vollständiges Set von Foundation-Freigaben und Berechtigungen, welche wir nie ausgestellt haben. Und die außerdem für Einrichtungen und Räume gelten, welche teilweise nicht einmal existieren oder vor Jahrzehnten abgerissen wurden. Mindestens ein Gebäude ist noch nicht einmal fertig gebaut. Und sie besitzen bereits den Haustürschlüssel dafür. Und wir haben noch nicht einmal angefangen, von der Liste von SCPs zu sprechen, zu denen Sie Zugang haben. Diese hat ein Ausmaß,
welches ich nur als ungeheuerlich bezeichnen kann. Es handelt sich bei Ihnen also folglich um eine Spionin, deren Ziele den unseren entgegengesetzt sind. Clay wollte schon Xi-3 auf Sie loslassen, aber ich konnte ihn davon überzeugen, es mit einem persönlichen Gespräch zu versuchen. Ich dachte, es besteht eine geringe Chance, dass, wenn wir Sie in einem bombensicheren Raum einsperren und höflich fragen, Sie den gesunden Menschenverstand besitzen, Ihnen den Rest zu ersparen. Marion hat längst aufgehört zuzuhören. Du Idiot! Sagt sie, als sie endlich sprechen kann. Ich bin die Chefin deiner Antimimetik-Abteilung. Wir haben keine Antimimetik-Abteilung, sagt Clay. Doch, die habt ihr. Die haben wir. Wir haben eine Mimetik-Abteilung, eine Telekommunikationsabteilung, Feuerwehr, Ops A, Ops B, Personalabteilung, D-Personalabteilung und 2 Dutzend andere. Wir haben keine Antimimetik-Abteilung. Haben wir eine Ironieabteilung? Fragt Marion. Sie zögert hoffnungsvoll. Nein. In Ordnung. Nun, stell dir Folgendes vor. Wie kommst du drauf, dass die Antimimetik-Abteilung auf deiner Liste auftauchen würde? Das ist nur eine Verschleierungsgeschichte, sagt Clay zu 058 und lässt Marion dabei nicht aus den Augen. Zugegeben, eine gute, aber sie hat sie im Voraus ausgearbeitet. Clay, nimm die Waffe runter. Widerwillig tut Clay genau das. Marion entspannt sich teilweise. Es gibt SCPs mit gefährlichen mimetischen Eigenschaften. Es gibt infektiöse Konzepte, die eine Eindämmung erfordern. Genau wie jede physische Bedrohung. Sie dringen in deinen Kopf ein und benutzen deinen Geist als Vehikel, um andere Geister zu erreichen. Richtig? Richtig. Sagt O58. Er konnte eine Liste von SCPs benennen, die dieser Beschreibung entsprachen, ohne überhaupt groß darüber nachzudenken. Es gibt SCPs mit antimimetischen Eigenschaften, fährt Marion fort. Es gibt Ideen, die nicht verbreitet werden können. Es gibt Wesen und Phänomene, die Informationen sammeln und konsumieren, insbesondere Informationen über sich selbst. Wenn du ein Polaroid-Foto von einem machst, wird es sich nie entwickeln. Du schreibst eine Beschreibung mit einem Stift auf Papier und gibst sie jemand, aber was du geschrieben hast, entpuppt sich als Hieroglyphen und niemand kann sie entziffern, nicht einmal du selbst. Du kannst einem direkt in die Augen schauen, es muss nicht einmal unsichtbar sein, aber du wirst es trotzdem nicht wahrnehmen können. Träume, an denen man sich nicht festhalten kann und Geheimnisse, die man nie teilen kann, Lügen und lebendige Verschwörungen. Es handelt sich um eine konzeptuelle Subkultur von Ideen, die andere Ideen konsumieren und manchmal Segmente der Realität, manchmal Menschen. Was sie folglich zu einer Bedrohung macht. Das ist eigentlich alles, was dahinter steckt, wirklich. Antimeme sind gefährlich und wir verstehen sie nicht. Deshalb sind sie Teil des Problems. Daher meine Abteilung. Wir können das Seitwärtsdenken betreiben, das nötig ist, um etwas zu bekämpfen, das buchstäblich deine Kampfausbildung auffressen kann. O58 starrt sie für einen langen Moment an. Clay ist unruhig, offenbar gefällt ihm die Geschichte nicht und er misstraut ihr aber. Der O5 scheint offener für das Konzept zu sein. Nenne eins, sagt er. Nennen Sie ein antimimetisches SCP. SCP-055, sagt Marion prompt. Es gibt kein SCP-055, antwortet Clay. Und schon wieder, doch, gibt es. Gibt es nicht, behauptet Clay. SCP-Nummern werden nicht sequenziell vergeben. Es gibt Lücken. Diese Nummer wurde noch nicht vergeben. Es ist kein Aberglaube. Wir haben genug zu tun, um uns nicht um willkürlich numerologische Mystik zu sorgen. Wir haben SCP-666 und SCP-013. Aber es gibt kein SCP-001 und es gibt kein SCP-055. Clay, Sie sollten sich das ansehen. Er dreht seinen Monitor, damit Clay die Datei sehen kann, die er gerade aufgerufen hat. Clay beugt sich nach vorne und liest von oben nach unten. Verblüfft scrollt er zurück und liest das alles ein zweites Mal. Aber... Die Akte stammt aus dem Jahr 2008, sagt O58. Es hat alle richtigen Markierungen und Unterschriften. Es besitzt die richtigen Schlüssel und Codierung. Es ist echt. Ja, haben Sie das schon einmal gesehen? Fragt Clay. In meinem ganzen Leben nicht. Zumindest, soweit ich mich erinnern kann. Andererseits, wenn die Beschreibung korrekt ist, haben wir beide ihn wahrscheinlich schon dutzende Male gesehen. Clay starrt Marion an. Das ist nicht möglich. Marion spuckt fast. Um Himmels Willen, Clay, wie lange arbeitest du schon hier? Aber
Aber wenn dieses SCP so mächtig ist, beginnt er. Ja. Wer hat die Akte geschrieben? Beendet der O5. Und übrigens, wie wurde die Befragung durchgeführt? Und wer ist Bartholomew Hughes? Und vor allem, wie behalten Sie, Frau Wheeler, das Wissen darüber? Bart Hughes hat die Akte geschrieben. Er ist tot. Was ist mit ihm passiert? Das willst du nicht wissen. Es gibt eine sehr lange Pause, während der sowohl O58 als auch sein Assistent auf diese Antwort reagieren. Tatsächlich durchlaufen sie eine lange, diskrete Abfolge von Reaktionen. Empörung über die scheinbare Unhöflichkeit, Verwirrung über Wheelers Unbedachtheit vor finsteren Vorgesetzten, Überraschung über das Ausmaß der Behauptung, reiner Unglaube, Verständnis und schließlich Schrecken. Was, fragt O58 vorsichtig, würde passieren, wenn wir es wüssten? Es würde dir das Gleiche passieren, sagt Marion ruhig. Was den Rest deiner Fragen betrifft, wir verwalten das pharmazeutisch. Du weißt, dass wir Anästhetika der Klasse A haben für Menschen, die sehr dringend Dinge vergessen müssen? Natürlich tust du das. Wer könnte die Klasse A Anästhetika vergessen? Nun, in der Antimimetik haben wir andere Pillen für Menschen, die sich an Dinge erinnern müssen, die sonst unmöglich zu erinnern wären. Anästhetika, Klasse W, X, Y und Z. Gleiche griechische Wurzel wie das Wort mnemonisch. Das M ist still. In ihrer Tasche piept ihr Handy wieder. Mit einem zustimmenden Nicken des O5 greift Marin in ihre Tasche und schaltet ihr Handy aus. Bestätigt diesmal die Eingabeaufforderung, anstatt sie aufzuschieben. Sie zieht eine Blisterpackung aus einer anderen Tasche und holt eine Tablette heraus. Diese ist sechseckig und grün. Sie hält sie hoch und sieht zufrieden, wie ein Hauch des Wiedererkennens in den Augen von O58 aufflackert. Er fängt an, die Fragmente zusammenzusetzen. Das sind W-Klassen-Ästhetika. Die Schwächsten, die für den Dauereinsatz geeignet sind. 2 Pillen pro Tag. Geh runter zur Standortapotheke und frag danach. Der Apotheker wird behaupten, dass sie so etwas nicht auf Lager haben. Sie erinnern sich falsch. Sag ihnen, sie sollen noch einmal nachschauen. O58 seufzt. Und jetzt, glaube ich, verstehe ich es. Ich verstehe, warum wir dieses Gespräch überhaupt führen. Ja, sagt Marion, schüttelt eine zweite Tablette aus der Packung und übergibt sie ihm. Das tun wir, weil du eine Dosis verpasst hast. Du solltest die hier, genau wie ich und alle anderen in meinem Team, regelmäßig nehmen. Es ist der einzige Weg, wie wir arbeiten können. Du hast vergessen, eine Pille zu nehmen und dann hast du all die Informationen vergessen, die die Pillen dir geholfen haben zu behalten. Du hast vergessen, warum du sie überhaupt genommen hast, wer sie dir gegeben hat, wo du mehr bekommen kannst. Du hast mich und meine ganze Abteilung vergessen. Und jetzt muss ich dich auf den neuesten Stand bringen. Und wenn ich das hier nehme, werde ich mich an dieses ganze Gespräch erinnern können. Und wir werden es nicht wiederholen müssen? Hoffentlich nicht. Clay meldet sich zu Wort. Soll ich die auch nehmen? Tut mir leid, Kleiner. Need-to-know-Prinzip. Vielleicht, wenn sie selbst ein O5 sind. Er schluckt die Pille, Meryl schluckt auch ihre. Also, was ist SCP-055? Fragt O58. SCP-055 ist nichts, antwortet Marion und entspannt sich jetzt ganz. SCP-055 ist, wie in der Datei beschrieben, ein leistungsstarker Informationsautosuppressor. Soweit die Versuche aufgedeckt haben, kann es nur negativ definiert werden. Wir können nur beschreiben, was es nicht ist. Wir wissen, dass es nicht sicher oder Euklid ist. Wir wissen, dass es nicht rund oder quadratisch, grün oder silbern ist. Wir wissen, dass es nicht dumm ist. Und wir wissen, dass es nicht allein ist. Aber was wir wissen ist, dass es schwach ist. Es ist schwach, weil es der einzige antimimetische Kampfstoff in unserem Besitz ist, der einen physischen Eintrag in den Akten hat. Wir haben Papieraufzeichnungen von dem Ding. Wir haben Eindämmungsverfahren. Es ist nicht sicher, was bedeutet, dass es gefährlich ist. Aber es ist unter Kontrolle. O58 blinzelt. Sie haben Verfahren? Wo stehen die? Marion zeigt auf ihren Kopf. Wie viele Antimeme gibt es da noch? Wie viel gefährlicher sind sie? 10, von denen ich weiß. Statistisch gesehen wahrscheinlich mindestens 5 weitere, von denen ich nichts weiß. Das gilt nicht für die antimimetischen Entitäten, die frei in den Hallen herumlaufen und nicht verwahrt sind. Es sind mindestens 2 in diesem Raum mit uns. Schaut nicht hin. Ich sagte nicht hinsehen. Es ist sinnlos. O58 leistet beeindruckende Arbeit, indem er sich selbst unter Kontrolle hat und seine Aufmerksamkeit ganz auf Marion gerichtet lässt.
Clay weniger. Er durchsucht schnell den ganzen Raum und schaut sogar hinter seinem Rücken. Kurz gesagt, er macht sich selbst zu Waffen. Er findet nichts und sieht durcheinander aus. Es gibt ein unsichtbares Monster, das mir folgt und gerne meine Erinnerungen frisst. SCP-4987. Brauchst nicht nachschlagen, du wirst keinen Eintrag finden. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Es ist wie ein anspruchsvolles Haustier. Ich produziere absichtlich leckere Erinnerungen, damit es nicht etwas Wichtiges frisst. Wie meine Passwörter oder die Fähigkeit, wie man Kaffee macht. Und was ist die andere? Fragt Clay. Mit einem weiteren Nicken von O58 geht Marion wieder zu ihrer Tasche. Diesmal zieht sie eine Waffe heraus und schießt Clay zweimal ins Herz. Mehr entsetzt als verletzt fällt Clay heftig gegen das Bücherregal hinter ihm. Er dreht seinen Kopf herum, um Marion gegenüberzustehen und schafft es, wie hast du das geschafft? Zu fragen. Marion steht auf, zielt vorsichtiger und schießt ein drittes Mal auf ihn, diesmal in den Kopf. O58 leistet wieder beeindruckende Arbeit, indem er nicht reagiert. Das ist Clays Waffe. Sie haben sie ihm gestohlen. Es ist schwierig, jemandem eine so schwere Schusswaffe zu stehlen, ohne dass er es bemerkt. Erklärt Marion, entlädt sie und legt sie vorsichtig hin. Aber eine Schusswaffe zu stehlen und dann die Erinnerung an den Diebstahl zu stehlen, ist etwas einfacher. Wie ich schon sagte, ein Haustier. Einige Haustiere sind so dumm, dass sie trainiert werden können. Ja, sagt O58 stoisch. So viel hatte ich mir gedacht. Aber warum? Weil du eigentlich W-Klasse-Nästhetika nehmen solltest. Du kannst eine Dosis von W-Klasse-Nästhetika nicht überspringen. Ich hab's versucht. Man kann eine Dosis aufschieben, aber man kann sie nicht vergessen. Es sei denn, jemand verhindert aktiv, dass man sie einnimmt. Es gibt nur eine Person, die dir nahe genug kommen könnte, um das zu tun. Und das ist dein Assistent. Und erinnerst du dich, als ich ihn fragte, wie lange er hier gearbeitet hat? Er hat nicht geantwortet. Ich dachte, es war eine rhetorische Frage. Er arbeitet hier nicht. Er ist ein Antimem. Seit wann hast du denn einen Assistenten? Du hast keinen Assistenten, Brent. Sieh dir dieses Büro an. Es hat einen Schreibtisch. Du hast draußen eine Empfangsdame. Sie ist diejenige, die deine Anrufe überwacht und deine Termine plant. Wo sitzt Clay überhaupt? Wo passt er hin? Gib dir nicht die Schuld. Du bist ein Mensch und diese Dinge sind inkarnierte Zensoren. Du musst wie ein Außerirdischer denken, um sie zu schlagen. O58 stellt eine Frage, die an jedem anderen Arbeitsplatz absurd wäre. Ist er tot? Vielleicht. Ich kann seine Leiche auf unsere Forschungs-To-Do-Liste schreiben und wir werden sehen, was wir herausfinden können, wenn wir ihn aufmachen. Aber es gibt hier eine Dualität. Wie parallele Universen, die den gleichen Raum teilen. Es ist konzeptuell versus konkret. Figurativ versus physisch. Es ist sehr ungewöhnlich, dass diese Dinge herüberkommen. Ich weiß nicht, was Clay war, aber er hatte einen menschlichen Körper. Was ihn sofort seltsam macht. Sogar für unsere Verhältnisse. Aber wie immer geht die Suche nach dem Status Quo weiter. Ich lasse es dich wissen, wenn wir der Sache näher kommen. Haben diese Pillen irgendwelche Nebenwirkungen? Übelkeit und ein dramatisch erhöhtes Risiko für Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und sehr schlechte Träume.